Servus, hallo bei uns auf dem Kanal in Dingesbühl bei Mika Caravan. Heute ein kurzes Samstagsvideo. Ich glaube, so kurz wird es wieder gar nicht. Ich möchte euch heute einfach mal die neue App vorstellen von WCS über seinen Akku oder über die Akkus, über Bluetooth, was da Neues gibt, weil da haben wir wieder, oder hat WCS natürlich, der Götz, wieder ganz schön nachgelegt. Und ich finde es echt cool, was da passiert ist. Da, ja, schaut selbst. Und dann möchte ich euch mal den Unterschied zeigen, wie man Gewichtsersparnis betreiben kann, allein durch den Akkuaustausch. Warum wir eigentlich so sehr im Wohnmobilsektor auf Lithium-Akkus setzen und den AGM bzw. Bleisäure, gerade in der Thematik Gewicht, was für mich ein ganz, ganz großer Grund ist, auf Lithium umzusteigen. Nicht nur, damit sie auch, weil sie natürlich auch mehr können, das ist natürlich das eine, aber das soll heute gar nicht unser Thema sein. Da gibt es schon genug Videos drüber, sondern mein Thema ist jetzt heute mal das Gewicht. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal in die Werkstatt und gucken uns das mal an. Also beamen wir uns mal hinter. So, jetzt sind wir mal hier bei uns in der Werkstatt und ich möchte euch heute mal ein bisschen zeigen, also nur ein kleines Beispiel auch, warum ich Lithium in einem Wohnmobil so forciere. Und ich habe jetzt hier mal eine Batterie, heute war ein Kunde da, der kam mit der hier. Das ist noch eine Bleisäure, also die ist absolut tot, die macht keinen Zucker mehr, aber man muss sagen, sie hat ja ziemlich lang gehalten. Ihr seht 75 Amperestunden und ich muss mal zum Erstaunen sagen, also ich habe die dann mal, die geht eigentlich noch, boah, aber die ist schon ziemlich schwer. Mit einem Arm geht es schon gar nicht mehr. Jetzt brauche ich mal kurz meine von da hinten vor. Habe ich hier mal eine Waage aufgebaut und siehe da, die hat schon mal 22,5 Kilo. Ist eine Varta-Bleisäure. Wahnsinn, oder? 22 Kilo das Ding, also ist schon echt heftig und da muss ich sagen, das ist schon echt ein Brummer. Aber in der Regel sind ja noch ganz andere Batterien verbaut, also das ist ja schon echt der uralte, also die tun wir jetzt mal darunter, also unsere ganzen Schrottbatterien. Und keine Angst, die Palette, die haben wir schon wieder zwischenzeitlich dreimal entleert, also das ist verrückt, was hier rausgeht. Und jetzt nehmen wir hier mal auch, ich habe die nur gewichtstechnisch hier mal hergestellt. Das ist eine 95 Amperestunden Batterie. Jetzt stellen wir die mal auf die Waage mit einem Arm. Haurux, was die spricht, 26,5. 26,5 Kilo hat diese Batterie. Viele haben dann von euch auch nur zwei Stück von denen verbaut. Also da können wir jetzt mal zusammenzählen. Dann sind wir da bei 52 Kilo Batterie. Wahnsinn. 52 Kilo, wo wir eh alle schon echt am Limit fahren. Also das ist schon echt heftig. Ihr seht es ja selber, 26. Wahnsinn. Echt verrückt. So, jetzt nehmen wir die mal runter, stellen die auch da runter. Haurux. Weil auch die ist Schrott. Und jetzt nehmen wir mal hier eine Lithium-Batterie, 100 Amperestunden. Also im Prinzip, und das muss man sich ja jetzt mal zu Herzen halten, zwei Stück 95, effektiv hat man ja nur die Hälfte zur Verfügung, wenn man es richtig macht. Also runden wir mal auf 100, können wir leichter rechnen, 2 mal 100 sind 200 Amperestunden, effektiv zur Verfügung 100 Amperestunden. Weil wir ja sonst Zellenschaden betreiben und 50% ist schon hochgegriffen. Ist jetzt nur alles, um leicht darzustellen. Wenn ich jetzt eine Lithium dagegen rechne, brauche ich eine 100 Amperestunden, dann habe ich nahezu die gleiche Leistung wie 2 AGM. Und jetzt stellen wir die mal hier auf die Waage. Voila. Rapp, 12 Kilo. 12 Kilo zu 52 Kilo ist ein Ersparnis von 40 Kilo bei gleicher Leistung. Und das ist eigentlich das Phänomenale im Wohnmobilsektor. Also wenn ihr Gewicht sparen müsst und wollt, ist der Akkuaustausch, sofern er nicht schon vonstatten ging,
einer der, wo man am meisten und am schnellsten wirklich Gewicht gut machen kann. Es ist echt irre, was hier an Gewicht, sage jetzt einfach mal von den Bleiakkus und AGM-Akkus, noch draußen rumfährt. Abgesehen davon, Gewicht ist natürlich auch immer alles Spritverbrauch und so weiter. Und also bei gleicher Leistung 40 Kilo Ersparnis. Also mal umgerechnet sind es 40 Liter Wasser, also 40 Flaschen, Liter Flaschen Wasser. Weiß von euch jeder, wie viel das in Menge ist. Also das ist schon mal Ersparnis an Gewicht, die ist schon phänomenal. Also finde ich schon heftig. Allein deswegen rentiert sich für mich schon eine Lithiumbatterie. Dann möchte ich euch hier nochmal vorstellen, warum wir hier, ich habe hier mal nochmal zwei Stück stehen, was wir hier neu haben bei den Lithium-Akkus. Da hat nämlich auch die Firma WCS eine App gemacht und das wollte ich euch jetzt hier mal mitteilen bzw. zeigen. Dass man auch bei dieser App, wir haben jetzt hier, jetzt müssen wir mal gucken, das ist die 06, das ist einmal Rams, und das da ist die 09, jetzt schauen wir mal, die ist einmal hier, zack, und dann nehmen wir noch einmal die da, zack, so, und jetzt gehen wir hier auf die Gesamtleistung. Wir können nämlich auch hier, jetzt blendet ein bisschen das Licht, gell? Jetzt stelle ich das mal so daher, vielleicht ist so besser, genau. Auch hier sind wir nämlich jetzt in der Lage, voilà, mehrere Batterien zu verwalten. Also es ist nicht nur, dass wir eine Batterie wie bisher zeigen können, sondern nein, wir können jetzt zwei Batterien, wenn wir die parallel schalten, dementsprechend auch zeigen. Wir könnten jetzt auch nur eine dritte und eine vierte dazu machen, das ist überhaupt kein Problem. Wo man dann dementsprechend hier weiter durchscrollen kann, dann erscheinen die hier unten in dem Batterieformat und hier steht dann jeweilig pro Batterie auch die Spannung drauf, 13,4, 13,3, die Temperatur 15,5, die Zyklen, sowie aber auch die Gesamtleistung und die Watt und die Ampere. Und natürlich hier sehen wir es oben zusammengerechnet dann im Gesamten. Also man sieht es dann auch in einem. Finde ich phänomenal. Also das heißt, wir haben jetzt zweimal 100 Amperestunden Batterie, macht zusammen 200 Amperestunden. Also ich finde es richtig geil mit der App. Das heißt, auch hier wurde kräftig nachgelegt. Wenn wir jetzt eben Akkus parallel zueinander schalten, mehrere Akkus, können wir hier auch mit dieser App alles Mögliche nachvollziehen. Und das ist schon richtig klasse. Also da muss ich sagen, Hut ab, also richtig toll. Und nach wie vor können wir natürlich auch den Akku, den jeweiligen, in den Schlafmodus legen. Auch das geht natürlich. Und können jeden Akku einzeln ausschalten. Man braucht dazu keinen Hauptschalter mehr, sondern das kann man alles letztlich mit dem einzelnen Akku machen. Und das finde ich auch phänomenal. Dazu spart man sich einmal den Platz für den Hauptschalter, zum Zweiten aber auch die Kosten für den Einbau des Hauptschalters, weil man einfach die Batterien nachträglich einzeln alle abschalten. Und das ist eine tolle Sache. Da muss ich sagen, ich finde es ja auch gerade bei Lithium richtiges Thema. Einfach die Batterie einmal abschalten, wenn es in den Winter geht, hoppla. Und dann kann man da auch sicher sein, dass da weiter nichts mehr passiert, das Wohnmobil stromlos ist, weil natürlich jedes Wohnmobil einen gewissen Eigenstromverbrauch hat. Das ist einfach so, der ist da und den kann man auch nicht wegdiskutieren anhand von den ganzen Meterwaren, Kabel, wo da drin liegen und zusammengeknüllt in den Ecken liegen, ist halt einfach mal das Problem, dass da einfach ein gewisser Eigenstromverbrauch da ist und da macht es natürlich absolut Sinn, wenn man dann entsprechend die Batterie abschalten kann. Also, und dann kann man halt sicher sein, dass das Wohnmobil keinen Strom mehr hat. Also, ich finde es gut, da hat der WCS-Akku noch mehr Argumentation und natürlich nicht zu vergessen, und das ist einer meiner Hauptgründe, warum ich so auf diese Thematik stehe,
Wir haben hier nicht nur eine 5-Jahres-Garantie, wie es eben immer wieder gesagt wird, ja, hat ja mein Gerät oder mein Akku auch, der bietet ja auch 5-Jahre-Garantie. Aber Leute, mal Hand aufs Herz, was heißt denn wirklich Garantie? Beim WCS weiß ich aus eigener Erfahrung und aus praktizierten Themen, dass es eine 1:1 Austauschgarantie ist. Das heißt, ihr kommt hierher oder eben zum Götz nach Goch. Das ist überhaupt kein Problem, wo er da auch immer hinfahrt. Wenn ein Gerät von WCS ein Problem hat, wird es sofort an Ort und Stelle ausgebaut. Ihr kriegt ein Ersatzgerät, ein neues Gerät verbaut und dann fahrt ihr wieder vom Hof und das Thema ist erledigt. Trinken nur eine Tasse Kaffee und alles ist gut. Und es gibt kein Ausbauen, Einschicken, Warten. Ich habe jetzt schon jüngst mit anderen Firmen Riesendiskussionen geführt, weil genau das immer wieder das Problem ist. Ausbauen, Einschicken, wochenlanges Warten, bis dann der Kunde sein Gerät wieder kriegt. Der Kunde unzufrieden, ich unzufrieden, es ist einfach nicht meine... Es ist nicht mein Anspruch, es ist nicht mein Service, wo ich bieten möchte. Da möchte ich eben ganz klar sagen, da möchte ich einen anderen Service bieten und das kann ich leider, oder was heißt leider, das kann ich Gott sei Dank mit WCS garantieren. Da habe ich diesen Service, darum haben wir auch die Geräte immer alle auf Lager. Wir haben Akkus auf Lager, wir haben Wechselrichter, Kombigeräte, alles auf Lager, was wir auch verbauen, Booster, um auch gewährleisten zu können, dass wir immer ein Gerät da haben, falls mal was ist, dass das auch ausgetauscht werden kann. Denn in die Geräte können wir natürlich alle nicht reinschauen. Die können natürlich mal was haben, überhaupt kein Thema. Und dann kann man aber Gewehr bei Fuß, Service leisten, austauschen, fertig. Und das ist halt, ja, ich finde geil, das habt ihr verdient. Es kostet alles Geld, darum muss das auch so gemacht werden. Und drum bin ich letztlich so überzeugt von dem Thema und natürlich Lithium überhaupt. Ich meine, wenn ihr überlegt, die wiegt gerade mal 12 Kilo, das ist schon phänomenal und da spart er halt wirklich Gewicht. Ja, das wollte ich euch nur mitgeben. Ich wollte euch die App vorstellen, ich wollte euch mal die Gewichtsunterschiede veranschaulichen, wie viel Kilo, dass man bei gleicher Leistung wirklich effektiv sparen kann. Riesenthema, ganz wichtig. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, ich habe mir hier was gekauft, ein Solarmodul. Das habe ich mir extra auch gekauft, um euch mal mitzunehmen und einen wirklich meiner Meinung nach effektiven und guten Solartest durchzuführen. Das ist ja die hochgelobte 120 Watt Backkontaktzelle, wie es auch immer heißen mag, Backkontakt, weil ja eigentlich die Lötstreifen, weil das Lötstreifen frei ist, das wird alles hinten gemacht, was sicherlich sehr, sehr gut ist und auch ein wirklich gutes Konzept ist. Ich möchte aber für euch mal rausfinden, welche Zelle hat wirklich effektiv Power. Und ich möchte es nicht nur so mal schnell irgendwo hinschieben, draufschauen, sondern nein, ich habe mir die jetzt extra gekauft, ich habe mir noch eine bestellt, dann nehme ich noch meine Hochvoltmodule, die habe ich da hinten liegen, da laufen wir mal schnell hin, da habe ich hier schon eine liegen, auch die wird ins Kalkül gezogen und dann kommt noch mal eine andere dazu, da möchte ich 3-4 verschiedene nehmen und da werden wir dann dementsprechend eben einen Test durchführen, wo wir dann die Langzeit technische Errungenschaft prüfen. Das heißt, ich baue die bei mir zu Hause auf, da lasse ich die dann auch im Garten stehen über eine Woche und werde es auch mal ein bisschen mit verfilmen. Und dann werden wir mal die Werte vergleichen, die 1:1 Werte. Das Gleiche werden wir aber dann natürlich auch in anderen Wettersituationen nochmal wiederholen. Das heißt, einmal jetzt, wenn es Winter ist, wenn es kalt ist, die Sonne nicht so hoch steht. Wir werden das aber auch nochmal im Sommer, im Frühjahr, im Herbst machen. Immer wieder, damit die Teile auch aneinander angeknüpft funktionieren, mit den gleichen Platten, immer mit den gleichen Platten. Und dass man dann im Endeffekt wirklich ein phänomenales, übers Jahr gemessenes Gesamtergebnis haben. Und dann kann man nur dann, kann man meiner Meinung nach sagen, schau mal, die Platte hat das Ergebnis, die Platte hat das Ergebnis in der gesamten Situation gebracht und das ist meiner Meinung nach ein echter Test
Und nur so kann man wirklich darstellen, welche Platte im Gesamt dann wirklich die beste Leistung hat, in welcher Konstellation. Ist ein bisschen ein Aufwand, ich scheue den nicht. Ich werde das dementsprechend immer wieder dokumentieren, verfilmen und auch wieder preisgeben, weil ich bin selber gespannt, was da wirklich effektiv rauskommt. Und ich freue mich da schon ganz tierisch drauf über die einzelnen Ergebnisse. Und da nehme ich euch dann auf alle Fälle mit und lasse euch da natürlich auch teilhaben. So, nicht wundern, die Werkstatt ist leer. Ich bin nur ein bisschen am Zusammenräumen. Und da unten steht noch unser Tourneeprojekt, wo wir gerade umbauen. Der Rest ist für die Woche fertig, ist abgeholt. Heute Samstag, jetzt haben wir mittlerweile Samstagnachmittag. Ich werde jetzt auch zusammenpacken. Ich gehe jetzt mal heim. Da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Euch wünsche ich schon mal einen wunderschönen... Nee, das mache ich jetzt noch nicht, das machen wir im Nachspann. Also, bis gleich. Ja, Leute, das war so viel zu meinem Test, Solartest, was ich vorhab. Ich habe das aus dem einfachen Grund vor, weil ich wirklich die ganzen Tests, wo es so im Netz gibt, sind sehr ehrenswert und sicherlich auch auf ihre Art immer aussagekräftig. Aber der wirkliche effektive Test ist ja der Langzeittest. Also das heißt, das Solarmodul liegt ja auf dem Wohnmobil. Das liegt ja 24 Stunden am Tag da oben drauf und für mich ist ja wichtig, was macht dieses Modul 24 Stunden lang und was macht dieses Modul 24 Stunden. Um den Vergleich unter den verschiedenen Modulen rauszufinden, das gilt doch einfach als wahres Ergebnis und das dann wiederum noch in den verschiedensten Wetterbedingungen. Das heißt natürlich bewölkt, das heißt aber auch warm und heiß und Sonne. Oder kalt und Sonne und. Und diesen Test kann man nur fabrizieren oder nur darstellen, wenn man es über einen langen, langen Zeitraum macht. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde diesen Test für euch über ein Jahr lang machen. Ich werde es natürlich immer wieder nach so einem Test, immer wieder Zwischenvideos machen, zusammengefasst, aber auch ein Abschlussvideo, um dann Sequenzen da dementsprechend immer rauszuzeigen. Das ist mal mein Vorhaben mit den verschiedenen Modulen, aber immer den gleichen Modulen. Die werden natürlich nicht ausgetauscht und ich nehme da 4 Module mit mir zu mir mit nach Hause und da werde ich die aufbauen und dann werden die da immer wieder an der gleichen Stelle aufgebaut und immer wieder an der gleichen Stelle mal 3-4 Tage in den jeweiligen unterschiedlichen Wettersituationen dann getestet und laufen lassen. Und dann im Gesamten nach 365 Tagen, glaube ich, kann man dann effektiv wirklich sagen, das Modul hat den meisten Ertrag unterm Strich, das Modul hat den meisten Ertrag unterm Strich oder das ist der Ertrag unterm Strich. Und ich glaube, das ist dann wirklich eine effektive, wahre Aussage. Mich interessiert jetzt gar nicht Rein- oder Parallelschaltung, weil das ist jetzt zweitrangig. Ich möchte erst einmal die einzelnen Module rauskristallisieren, wo da die Unterschiede liegen, welches wirklich effektiv arbeitet, welches richtig gut arbeitet, welches schlechter arbeitet, was die Vorteile von dem einen sind, was die Vorteile von dem anderen sind. Es kann ja auch sein, dass man 2 Module hat. Das eine ist im Sommer wesentlich besser wie das andere, aber wenn die kalte Jahreszeit ist, kehrt sich das auf einmal um. Und das möchte ich eben genau feststellen, wo da die Unterschiede liegen, welches wann am besten ist, welches Modul kann wann was, um A, euch richtig gut beraten zu können, um auch festzustellen, auch für mich festzustellen, was ist eigentlich wirklich der Unterschied und in welche Richtung geht's. Und auf den Test freue ich mich wirklich. Ist ein bisschen eine Vorbereitung, ist ein bisschen ein Aufwand, aber den werde ich durchziehen, gnadenlos und euch natürlich immer dabei teilhaben lassen. So, Schluss mit dem Geschwätz. Wir haben Samstagnachmittag. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen. Heute war wieder mega viel los im Laden. Ganz lieben Dank dafür. Ganz liebe Kunden waren wieder da. War wieder richtig, richtig gut. Ein Fahrzeug haben wir da gehabt, da mussten wir schnell den Akku wechseln. Ja, das passiert auch mal am Samstag, weil der Akku war töter wie tot. Da ist nicht mehr 1 Volt drauf, aber okay, dass auch das passiert. Und da haben wir natürlich, kann man nicht Nein sagen, das wird dann schnell getauscht und schnell wieder eingebaut. Was heißt schnell? Sachte, fachgerecht und sauber, aber dann konnte der auch wieder losfahren. Ja, macht's es gut. Über Kommentare freue ich mich natürlich immer wieder.
ganz wichtig. Ich möchte gern euer Feedback, damit ich natürlich weiß, ob das alles so auch in eurem Interesse ist. Und dann wünsche ich euch ein zweites Mal ein wunderschönes Restwochenende, einen wunderschönen Samstagnachmittag. Genießt's und einen noch viel schöneren Sonntag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ganz liebe Grüße aus dem schönen Dinkelsbühl. Ciao, macht's es gut.